Der Fluch ist gebrochen, im achten Anlauf hat's endlich geklappt. Der FC Augsburg ist in Düsseldorf erstmals mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Einmal Martin Hinteregger und André Hahn mit dem Siegtor haben für den historischen Tag gesorgt. Ich glaube, es war nochmal wichtig für den Verein, dass man positiv in die Saison startet, auch letzte Woche mit dem Pokalspiel. Dann jetzt mit dem Bundesliga-Sieg, das fühlt sich sehr gut an und ich glaube, das macht einfach Lust auf mehr und das wollen wir jetzt im Heimspiel gleich nochmal bestätigen und einen draufpacken. Am Samstag gibt es direkt einen Kracher. Gladbach kommt zu uns in die BWK-Arena. Bereits in der Vorbereitung gab es dieses Aufeinandertreffen. Damals hatte der FCA noch das Nachsehen. 1:2 der Endstand. Nun wollen unsere Jungs als Sieger vom Platz gehen. Wenn wir unser Pressing gut auf den Platz bringen, dann können wir auch Gladbach vor Probleme stellen. Aber dazu muss es halt wirklich auch passen und die Abläufe passen. Und das sollten wir uns nicht so ein paar Minuten, sag ich mal, gönnen wie in Düsseldorf, wo dann Düsseldorf ein bisschen Aufwind bekommen hat, weil die werden gegen Gladbach dann bitterbös bestraft. Auch die Fohlen sind mit 2 Siegen in die neue Saison gestartet. Im Pokal 11:1 gegen Oberligist BSC Hastedt, in der Liga souverän 2:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Nun kommt das Team von Trainer Dieter Hecking am zweiten Spieltag nach Augsburg. Der FC Augsburg hat auch mittlerweile in der Breite einen Kader, der sehr, sehr gut ist. Und die haben auch letztes Jahr sehr, sehr lange um die europäischen Plätze mitgespielt. Das sollten wir nicht vergessen. Also das ist nicht nur Kampf und lange Bälle, das ist mittlerweile auch eine hohe Qualität von Einzelspielern. Deshalb wird es von daher schon ein sehr enges Spiel werden. Für Manuel Baum, der unter der Woche seinen 39. Geburtstag gefeiert hat, ist es ebenfalls ein besonderes Spiel. Gegen Gladbach gab der Fußballlehrer im Dezember 2016 sein Debüt als FCA-Cheftrainer. Martin Hinteregger köpfte das Team damals zum 1:0-Sieg. Nun kommt erneut die Elf vom Niederrhein. Sie haben sensationelle Kicker drin, haben unglaublich viel Tempo, aber also ein Janschke finde ich richtig gut, der super Typ ist, der das seriös runterspielt. Also wird eine richtig, richtig harte Aufgabe, aber ich kann, denke ich mal, von uns allen sprechen. Wir freuen uns riesig drauf. Erstes Heimspiel, fast ausverkauft, vielleicht kriegen wir das sogar noch hin. Ich glaube, das wird ein schönes Spiel für alle am Samstag. Sichert euch jetzt noch schnell Tickets, schnappt euch eure Fahne und dann nichts wie ab zum ersten Heimspiel unserer Jungs.